Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz. In der Hoyerswerda Friedrichsstraße wird derzeit eines der historischen Gebäude saniert. Der Zweigeschosser in der Altstadt ist um 1900 errichtet worden. Janine Wendt hat sich vor Ort umgeschaut. Solche Unterlagen sind schon ungewöhnlich. Bauherr und Eigentümer Stefan Kowalla kann für die Friedrichsstraße 39 tatsächlich noch die Originalbaupläne und die Kostenschätzung immerhin vom März 1900 vorlegen. 2015 wurde das Gebäude von ihm gekauft, das er gern als Rohdiamant bezeichnet. Bis auf das marode Dach ist das fast 120 Jahre alte Haus in einem guten Allgemeinzustand, was jedoch nicht heißt, dass es hier nur wenig zu tun gibt. Starten wir im Keller. Hier musste das Mauerwerk erst einmal trockengelegt werden. Dazu sind die Grundmauern aufgeschlitzt und Kunststoffplatten eingefügt worden. Kein leichtes Arbeiten, denn bequem zu nutzen ist das Geschoss nicht unbedingt. Wir hatten darüber nachgedacht, den Keller tiefer zu legen. Es ist aber aufgrund der baulichen Situation nicht gegeben, da das Fundament ca. 30 cm schon unter der Oberschicht vorhanden ist und somit muss es so bleiben, wie es ist. In den beiden oberen Etagen sind jeweils 2 Wohnungen untergebracht. Faszinierend die schrägen Wände an den Außenkanten. Wie ein Schmetterling scheint sich das Gebäude nach hinten zu entfalten. Zuschnittsänderungen im Haus sind übrigens nicht vorgesehen. Lediglich den moderneren Ansprüchen der künftigen Mieter wird hier entgegengekommen und die sogenannten Frankfurter Bäder mit Küchenzugang in großzügige Wohlfühloasen umgebaut. Auch wenn das Haus unter Denkmalschutz steht, wird es wie bei den Nebengebäuden praktiziert, Balkone auf der Rückseite geben. Ja, wie gesagt, also es ist natürlich immer noch ein Balkon, obwohl man bei einer Größe von fast 20 Quadratmetern schon eher von Terrassen sprechen darf. Gibt es entsprechende Terrassenfenster auch, um das halt alles großzügig wirken zu lassen. Und es ist, wie gesagt, geplant worden, ist auch von der Denkmalschutzbehörde so genehmigt worden und wird jetzt letztendlich auch so umgesetzt. Nun auf zum Dach. Das musste komplett erneuert werden und darf ein Stück größer als bisher ausgebaut werden. 2 Wohnungen sollen hier nun zusätzlich entstehen. Und man glaubt es kaum, auch der alte Dachstuhl bekommt ein neues Zuhause. Genau, da haben wir glücklicherweise auch noch eine Wiederverwendung gefunden. Und zwar wird das übergeben an die Krabbertmühle nach Schwarzkolben. Die planen demnächst da einen Anbau und da wird es dann mit verarbeitet werden können.
Bis jetzt ist es halt ein altes Haus, aber die Details machen es zu etwas Besonderem. Türen und Beschläge sind offenbar noch aus der Ursprungszeit und sollen natürlich aufgearbeitet werden. Aber die wahren Hingucker dürften wohl die gut erhaltenen Kohleöfen sein. Ja, wir haben noch drei Klinkeröfen, genau, also die sind auch aus dem Baujahr um die 1900. Wir hatten anfangs 5 gehabt, 2 davon waren nicht mehr so schön und nicht mehr so intakt, die haben wir abreißen lassen. Und die verbliebenen 3, die werden auch entsprechend saniert, aufgearbeitet und bleiben dann halt auch bestehen. Ja, also die alten Klinkeröfen stehen dann im Schlafzimmer. Muss man gucken, ob man die dann in der einen oder anderen Winternacht mit beheizt. Muss man natürlich nicht, eine Gasheizung wird es geben und für die Gemütlichkeit noch Kamine, die allerdings klassisch im Wohnzimmer. Bleibt noch die straßenseitige Fassade. Die Klinker werden im Anschluss an die Bauarbeiten natürlich geputzt. Die Ornamente sind bereits aufgearbeitet worden und einen Verlust gibt es im Dachbereich. Da war einst ein großes Gesims, was uns leider während der Bauarbeiten abgebrochen ist, aufgrund der Situation, dass es halt sehr marode war. Wir hatten es versucht zu sichern. Man muss sich das so vorstellen, dass quasi das Fugenmaterial fast nur noch Sand war und das ist halt im Zuge der Bauarbeiten leider dann abgebrochen und musste komplett zurückgebaut werden. Nun wird ein neues Element angefertigt aus sogenanntem Schaumglas. Es wird vorher vom Stuckateur abgeformt, dann wird es neu hergestellt, montiert. Für den Laien, sag ich mal, ist es am Ende, die Optik ist 1:1, also da ändert sich nichts. Im Eingangsbereich des Hauses gibt es übrigens 2 Bilder. Weder das Alter noch der Künstler sind bekannt. Auch bei der Zuordnung der Motive könnte Stefan Kowala Hilfe gebrauchen. Fest steht aber bereits jetzt, sie werden erhalten. Die Nachrichten des Tages aus der Region folgen jetzt. Wir starten mit einem Schulprojekttag im Lager Elsterhorst bei Naht. Schüler des Hoyerswerder Foucault-Gymnasiums haben sich am Dienstag das Kriegsgefangenen- und spätere Umsiedlerlager Elsterhorst auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule in Naht angeschaut. Zum Projekttag gab die wissenschaftliche Leiterin des Hoyerswerder Stadtmuseums, Elke Roschmann, einen Überblick zum Aufbau des Lagers selbst, aber auch zu Zwangsarbeitern in der Region und der späteren Nutzung des Areals. Im Anschluss standen den Jugendlichen auch Zeitzeugen zur Verfügung, die über ihre Flucht aus Schlesien oder den Sudeten berichteten. Das Lager wurde ab Herbst 1939 mit den ersten polnischen Kriegsgefangenen in Betrieb genommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind rund 120.000 Vertriebene übergangsweise hier untergebracht worden. Die Dauerausstellung in einer originalen Baracke wurde 2011 eröffnet. Unter dem Titel Glaskunst in der Fabrik konnten Kinder und Erwachsene am Dienstag in der Energiefabrik in Knappenrode zu Künstlern werden. Dabei gab Birgit Patoka zunächst einen Einblick in die verschiedenen Dekorationsweisen und Techniken des Glasmalens und erklärte, wie man einst den perfekten Goldrand herstellte. Im Anschluss durften die Steppkes aber auch selbst aktiv werden und zum Beispiel Salzstreuer verzieren. Mit Pinselenden und Malfarbe entstanden so kleine Kunstwerke, die nach dem Trocknen in der Sonne sicherlich auf den heimischen Esstischen Platz finden werden. Im September will die Hoyerswerder Wohnungsgesellschaft mit dem Abriss des Wohnblocks Luxemburgstraße 41 in der Hoyerswerder Altstadt beginnen. Was im Anschluss auf bzw. mit dem rund 2500 Quadratmeter großen Areal passiert, steht noch nicht fest. Es gibt Überlegungen, hier Grundstücke für Einfamilienhäuser anzubieten. Allerdings sei noch keine Entscheidung gefallen, so Sprecherin Petra Scholz. In der Karl-Lohse-Galerie in Bischofswerda wird am Freitag eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Motto Sehen lernen, aufmerksam und begeisterungsfähig bleiben sind Linolschnitte und Illustrationen sowie Pastelle und Aquarelle des Künstlers Matthias Trauzettel zu sehen. Motive sind dabei die Oberlausitz und Tibet. Die Ausstellung kann bis zum 8. Oktober besichtigt werden. Woodstock in Sachsen. In Dresden an der Neustädter Elbseite hat sich seit 9 Jahren das Festival Palaisommer etabliert, das den Besuchern eintrittsfrei Kunst, Kultur, Yoga und Konzerte bietet. Ermöglicht wird dies durch Sponsoren und Spenden der Besucher. Erstmals wagen sich die Veranstalter jetzt auch auf das philosophisch-gesellschaftspolitische Parkett.
Das Experiment ist gelungen. Wie leben wir morgen? Bedingungsloses Grundeinkommen und Gemeinwohlökonomie? Mit dem Stellen dieser Zukunftsfragen hat der Veranstalter des eintrittsfreien Festivals Palais Sommer, Jörg Polenz, offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Nämlich Antworten darauf suchten überraschend viele Bürger, geschätzte 4000, am Montagabend in Dresden beim Palaisgespräch mit dem Philosophen Richard David Precht und dem österreichischen Begründer der Gemeinwohlökonomie Christian Felber sowie Moderator Peter Ufer. Und das ganz friedlich. Woodstock mitten in Dresden so zu erleben, ist großartig, aber es ist gleichzeitig ein Indiz dafür, weil ich glaube, vor ein paar Jahren wären die Leute nicht alle gekommen, ja, also ein Indiz dafür, in welcher aufgewühlten gesellschaftlichen Umbruchzeit wir uns bewegen. Die Themen, die wir anbieten, sind vielleicht jetzt gerade in Wahlkampfzeiten paradoxerweise genau das, was die Menschen eigentlich hören wollen. Sie wollen Lösungen, sie wollen Visionen, sie wollen langfristige Konzepte, die den Zusammenhalt der Gesellschaft erhöhen, die die Mitbestimmung erhöhen und die die Wirtschaft neu ausrichten. Und scheinbar haben wir hier genau den Nerv der Zeit getroffen. Richard David Precht hat absolut keine Zweifel, dass das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Was jetzt passiert ist, dass jene Gesellschaft, die die erste industrielle Revolution hervorgebracht hat, die sogenannte Arbeits- und Leistungsgesellschaft, dass diese Gesellschaftsform zu Ende geht. Weil wir nämlich irgendwann in einer Welt leben werden, in dem ein sehr großer Teil aller Arbeiten von Computern und Robotern erledigt werden und nicht mehr von Menschen. Die Probleme sind nicht gelöst, wenn das Grundeinkommen kommt, sondern das Grundeinkommen kommt in einer veränderten Gesellschaft, in der ganz viele Dinge verändert werden müssen. Und das Grundeinkommen ist nicht die Lösung, sondern es ist nur ein ganz kleiner Baustein innerhalb einer großen gesellschaftlichen Veränderung. Man fragt sich natürlich, kommt das wirklich alles so in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren? Das ist natürlich schwer einzuschätzen für jemand. Auf der anderen Seite, was der Herr Precht sagt, es wird schon große Veränderungen geben. Es gibt einen Verein, der das probiert. Mein Grundeinkommen heißt er, an den ich tatsächlich spende, um es auszuprobieren. Ich glaube allerdings, dass es nur funktioniert, wenn man es zunächst im Kleinen versucht. Es muss nur in die Köpfe auch unserer Politiker rein. Also ich stimme dem hundertprozentig zu, weil ich sehe die ökonomische Entwicklung genauso, wie er es beschreibt. Und dafür müssen Lösungen her und ich denke, das ist eine. Die Idee des Mindestlohnes hat man ja sozusagen schon ein erstes Gefühl dafür, was passiert. Und alle schwarzen Voraussagen und alle negativen Dinge, die auch zum Mindestlohn erzählt wurden, sind ja alle nicht eingetreten. Und deshalb denke ich, dass es genauso beim Grundeinkommen sein wird. Also ich finde das wirklich eine gute Idee und ich glaube, dass es am Ende einer Gesellschaft nützen wird. Der Politikwissenschaftler und Soziologe Christian Felber empfiehlt noch dazu, ein neues, gerechteres Wirtschaftssystem zu etablieren. Weil in der Gemeinwohlökonomie die wirtschaftlichen Aktivitäten, Unternehmen, Banken, Investitionen, Märkte auf das eigentliche Ziel ausgerichtet sind, auf das gute Leben für alle, auf das Gemeinwohl und Geld dafür nur noch ein Mittel ist. Das ist die Verkehrung von Zweck und Mittel, die heute andersrum sind. Heute ist das Mittelgeld zum Selbstzweck geworden und das erkennen immer mehr Menschen, darunter leiden immer mehr Menschen und sie wünschen, dass sich dieses Missverhältnis wieder zurechtgerückt wird und dafür haben wir eine ganz konkrete Lösung mit der Gemeinwohlbilanz von Unternehmen, mit der Gemeinwohlprüfung für Investitionen durch Gemeinwohlbanken und dass der gesellschaftliche Fortschritt nicht mit dem Bruttoinlandsprodukt verwechselt wird, sondern im Gemeinwohlprodukt. In Sachsen gibt es bereits erste Anhänger und Praktiker des Konzeptes der Gemeinwohlökonomie. Weitere werden sich nach dieser Veranstaltung beim Palais Sommer in Dresden sicher anschließen. Nach einer kurzen Pause melden wir uns mit weiteren Meldungen aus dem Elsterwelle-Sendegebiet zurück. Bleiben Sie also dran. Sie wollen im Radio und Fernsehen arbeiten? Wir bieten Ihnen einen Platz als Volontär oder Volontärin. 2 Jahre lang lernen Sie unsere Redaktionsabläufe kennen, arbeiten bei der Erstellung einer täglichen Nachrichtensendung mit oder werden, je nach Ihren beruflichen Zukunftsplänen, in der Redaktion oder Moderation eingebunden. Interessenten sollten über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Medienkommunikation verfügen bzw. eine solche Ausbildung anstreben. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage elsterwelle.de unter der Rubrik Ausbildung und Jobs. Wo
Fühlen ist einfach, wenn der Immobilienpartner von Anfang bis Eigentum an alles denkt. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es folgen Nachrichten, kurz und kompakt zusammengestellt. Die Hoyerswerder Stadtverwaltung kann die ehemalige Kita in der Röntgenstraße verkaufen. Laut einer Mitteilung für den Stadtrat sei jetzt die letzte Unterschrift zur Aufhebung des bis dato gültigen Erbbaupachtvertrages eingegangen. Das Problem: Der Besitzer des Vertrages starb 2005 verschuldet. Da keine Erben vorhanden waren, trat der Freistaat den Nachlass an. Allerdings musste auch noch ein Insolvenzverfahren mit den Gläubigern abgeschlossen werden. In den nächsten Tagen soll die Ausschreibung des Objektes erfolgen. Alle bisherigen Interessenten für das Gebäude und Grundstück werden auch noch einmal separat angeschrieben. Seit dem Auszug der Heurea 2006 steht das Gebäude leer. Bei einem Wohnmobilhändler in der Straße am Ring in Kamenz sind in der Nacht zum Dienstag 8 Wohnmobile abgebrannt. Das Feuer entflammte aus bisher ungeklärter Ursache, so die Polizei. Durch den Brand wurden 7 Wohnanhänger und ein Auto beschädigt. Der Sachschaden liegt im 6-stelligen Bereich. Ein Brandursachenermittler wurde eingesetzt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 3.500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls in Lauter am Montagabend. Ein 62-Jähriger befuhr mit einem PKW samt Anhänger die Engelstraße und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass offenbar Alkohol mit im Spiel war. Ein Test ergab 0,8 Promille. In Hoyerswerda haben Diebe am Montagnachmittag ein Moped gestohlen. Die Crossmaschine stand auf einem Hof in der alten Berliner Straße. Den Zeitwert bezifferte der Eigentümer mit etwa 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Kamenzer Rathaus bleibt am Mittwoch geschlossen. Die Mitarbeiter sind mit den Vorbereitungen zum traditionellen Forstfest beschäftigt. Unter anderem werden auf dem Marktplatz ab 9 Uhr die Ranken gebunden. Fleißige Helfer dafür können sich noch im Zelt melden. Als Lohn gibt es einen Forstfestanstecker als Eintritt für das Wochenende. Die Hoyerswerder Kulturfabrik lädt am 27. August wieder auf die Picknickwiese an der Orange Box ein. Neben zahlreichen musikalischen Auftritten dürfte das angekündigte Entenrennen einer der Höhepunkte werden. Gut 70 Preise können laut KUFA vergeben werden. Die nummerierten Enten gibt es ab sofort für 2,50 Euro im Bürgerhaus Braugasse oder am Veranstaltungstag vor Ort. Gleich gibt es die Servicezeit recht. Anwalt Hagen Döhl befasst sich darin mit einem Fall aus dem Baugewerbe. Konkret geht es um einen Planungsauftrag. In Ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei? Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Sabine P. hatte einen Bauunternehmer gebeten, sich mal ihre alte Scheune anzusehen, damit sie beurteilen kann, wie sie möglicherweise einen Umbau zu einer Wohnung vornehmen könnte, die sie dann vermieten würde. Der Bauunternehmer hat einen Architekten hinzugezogen, der nach Besichtigung des Objektes eine umfangreiche Planung erstellt hat, wie die Idee von Frau P. verwirklicht werden könnte.
Als Sabine P. aber keine Bank fand, die das Vorhaben finanzieren wollte, gab sie ihren Umbauplan auf. Der Architekt fordert nun erhebliche Beträge als Honorar für seine Planungsleistungen. Zu Recht? Die Frage ist hier, ob zwischen Frau P. und dem Architekten überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist und wenn ja, welchen Inhalt dieser Vertrag hatte. Also unter anderem auch die Frage, was schuldet denn wer, schuldet unsere Zuschauerin überhaupt ein Honorar für die Leistung, die der Architekt erbracht hat? Der Architekt hat doch aber in jedem Fall Planungsleistungen erbracht. Hat er da nicht auch Anspruch auf eine Vergütung? Zunächst erstmal noch nicht, denn die Frage ist, ob und welche Leistungen überhaupt Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung gewesen sein können, sondern zunächst mal muss tatsächlich die Frage geklärt werden, ob ein Vertrag überhaupt geschlossen worden ist. Ein Vertrag setzt ja voraus, dass die Vertragsschließenden, die Vertragsparteien wechselseitig übereinstimmende Willenserklärungen abgeben. Das heißt, dass die beiden, zwischen denen der Vertrag zustande kommen soll, sich einig sind, das soll gemacht werden und das soll als Gegenleistung dafür erbracht werden. Und das ist hier schon fraglich, weil Frau P. den Architekten gar nicht selber hinzugezogen hatte. Beauftragt worden ist der von den Bauunternehmern. Außerdem ist die Frage, ob die Leistungen des Architekten nicht mehr oder weniger der Akquise dienten, also sozusagen eine Vorleistung gewesen sind, in der Erwartung, den Auftrag erst noch zu erhalten. Aber bei einem solch erheblichen Umfang der Tätigkeit des Architekten musste Frau P. da nicht klar sein, dass sie einen Auftrag sozusagen stillschweigend erteilt? Ja, in der Tat können Verträge natürlich auch stillschweigend geschlossen werden. Die Juristen sagen dazu konkludent. Aber durch dieses stillschweigende Verhalten, es muss trotzdem eine Übereinstimmung da sein. Es muss schon auch durch das Verhalten der Wille der Vertragspartner zum Ausdruck kommen, dass man einen Vertrag schließen will. Und zwar beiderseits, also aus den Umständen muss erkennbar sein, dass man sich wechselseitig vertraglich binden will. Und gerade Architekten erbringen nicht selten teilweise auch sehr umfangreiche Vorleistungen zur Vertragsanbahnung. Also wie gesagt, in der Erwartung, man könnte da eventuell einen Vertrag schließen. Das OLG Celle hatte im Jahre 2010 mal entschieden, dass ein Architekt auch beweispflichtig dafür ist, welchen Umfang der die vertraglichen Vereinbarungen haben soll, dass überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist. Das Ausmaß der Leistungen, die der Architekt erbracht hat, reicht alleine nicht aus, um einen Vertragsschluss anzunehmen. Es sieht also nicht schlecht aus für unsere Zuschauerinnen. Genau, das scheint ein ähnlicher Fall zu sein wie der, der damals vom OLG Celle entschieden worden ist. Hier kommt noch hinzu, dass die Zuschauerin eben den Architekten gar nicht selber aufgefordert hat, irgendwelche Leistungen zu erbringen, sondern der Bauunternehmer. Also sie kann getrost zum Anwalt gehen und von diesem die Forderung zurückweisen lassen. Frage und Antwort. Wegen Mängeln an der Leistung eines Brunnenbauers hatte ich mit Hilfe eines Anwaltes geklagt. Das Gericht hat mir einen Kostenvorschuss für die Mängelbeseitigung zugesprochen, den der Brunnenbauer auch an mich gezahlt hat. Jetzt will er das Geld zurück, weil ich mit der Beseitigung der Mängel nach einem Jahr noch nicht begonnen habe. Muss ich trotz des damaligen Urteils den Betrag zurückzahlen? Der Vorschuss dient der tatsächlichen Mängelbeseitigung. Er ist also keine Abgeltung des Mangels. Über den Vorschuss muss demgemäß noch abgerechnet werden. Wenn der Vorschuss zu hoch gewesen ist, dann müssen Sie dem Unternehmer etwas zurückzahlen. Wenn der Vorschuss zu niedrig gewesen ist, können Sie den Fehlbetrag vom Unternehmer noch anfordern. Die komplette Rückzahlung können Sie jetzt noch vermeiden, wenn Sie alsbald, also unverzüglich, mit der Mängelbeseitigung beginnen und danach abrechnen. Elsterwelle Kalenderblatt. Am 13. August 2009 ist in Bernsdorf die freie Mittelschule in Betrieb gegangen. Der Start gelang mit 20 Mädchen und Jungen in der 5. Klasse. Die staatliche Mittelschule war aufgrund nicht ausreichender Schülerzahlen 2 Jahre zuvor geschlossen worden. Nachdem eine Klage erfolglos blieb, hatte sich der Schulträgerverein gegründet und das Konzept Wir – Wissen, Individualität und Region erarbeitet. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Bei der Volkssolidarität im Haus der Parität in der Mannstraße in Hoyerswerda öffnet am Mittwoch um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. Mit Grillfest ist am Mittwoch der Clubnachmittag des Spätlesevereins in der Boilerbahn Hoyerswerda überschrieben. Er beginnt um 14 Uhr. Sie können am Mittwoch in Losa Blut spenden von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Oberschule in Losa in der Kirchstraße. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz geht es am Mittwochnachmittag um die gesunde Ernährung und ums Kochen. Es öffnet um 16 Uhr. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder am Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße 26. Es öffnet um 14 Uhr. Auf der Beachvolleyballanlage an der Straße des Friedens kann ab 18 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. Grillnachmittag ist am Mittwoch beim Nachbarschaftshilfeverein im Grünen Hain in Hoyerswerda in der Hufelandstraße. Er beginnt um 14 Uhr. Wenn Sie dabei sein möchten, müssen Sie sich anmelden. Das geht ganz einfach per Telefon unter Hoyerswerda 60 92 42. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Mittwoch Spezialtag für Kids. Ab 16 Uhr wird ein Parcours für Roller, Scooter und BMX-Räder aufgebaut. Im Cinemotion in Hoyerswerda ist am Mittwochabend Kino für Kenner. Ab 17.45 Uhr läuft der Film Der wunderbare Garten der Bella Brown. Und im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau gibt es am Mittwochabend wieder den Treffpunkt Gesunde Ernährung. Ab 19 Uhr geht es dort um Fruchtiges fürs ganze Jahr, also um Marmeladen, Chutneys und Co. Nachts gebietsweise Schauer oder Gewitter, teils kräftiger ausfallend. Die Tiefstwerte liegen bei 13 Grad. Am Mittwoch anfangs wolkig und stellenweise letzte Schauer, kaum noch Gewitter. Im Verlauf freundlicher mit sonnigen Abschnitten und trocken bei Höchstwerten um 25 Grad und schwachem Wind. Am Donnerstag ähnliche Temperaturen und recht freundlich, später lokale Schauer. Am Freitag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix und es wird mit maximal 27 Grad recht schwül. Dabei muss mit einigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Das Team der Drehscheibe Lausitz wünscht Ihnen noch einen angenehmen Dienstagabend. Machen Sie's gut!